Guten Morgen. Momentan bin ich hier alleine in Mohr als Ortsdienst. Wagenmeister kommt dann erst in einer Dreiviertelstunde. Heute, ja, ist schon einiges zu tun, wie es aussieht. Also zumindest was an Zügen kommt und zu bespannen ist. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir haben jetzt nur aktuell zwei Gleise gesperrt wegen, ja, Baustelle. Allerdings ist die Baustelle nicht hier, sondern das ist quasi nur ein Logistikgleis, also wo halt die ihre Bauzüge oder was auch immer halt abstellen können oder abstellen werden. Die sind jetzt nicht für uns verfügbar. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich eher für die, ja, Nachtschicht dann oder am Sonntag dann interessant, weil da halt ein Haufen Züge kommen meistens, die dann abgestellt werden bis zum Montag, Dienstag oder so. Und ja, schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Ja, ich habe mir jetzt hier ein bisschen Überblick verschafft. Also im Gegensatz zu den, sage ich mal, normalen Lokführerdiensten muss man sich hier schon ein bisschen Gedanken machen, weil das hier manchmal so ein bisschen ist wie, keine Ahnung, Lokmikado oder Domino, was weiß ich, weil man halt dann schon ein bisschen schauen muss, wie man die Loks hier so abstellt und so. Natürlich ist da auch noch die Dispo da, aber wir versuchen ja hier im Bahnhof schon uns möglichst halt selbst darum zu kümmern und einen Plan zu machen, wie die Loks, die alle so reinkommen, dann halt abgestellt werden oder dass man sich halt auch nichts einbaut und so weiter. Und dann halt auch einfach, man muss halt einen gewissen Überblick haben, wie die Züge kommen. Wir haben dann hier eine Anzeige, die ganzen Zuläuferzüge, die halt teilweise jetzt hier noch, weiß ich nicht, in Würzburg sind. Das ist natürlich dann noch Stunden weg, aber dann kann man sich halt schon mal grob einen Plan machen, ja, wann man welche Loks aufrüsten muss oder ob man vielleicht eine Lok schon auf die Seite fahren muss und so weiter und so fort halt. Und ja, gerade wenn man das jetzt hier nicht wirklich täglich macht, diese Ortsdienste, dann muss man sich ja manchmal schon ein bisschen, ja, erstmal einen Überblick verschaffen eben. Und den habe ich jetzt hoffentlich so ein bisschen. Und dann, ja, schaue ich mal, was ich als nächstes mache. Jetzt habe ich mir mal einen kleinen Überblick verschafft. Der Zug ist der Zug aus Wohlfurt, aber mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Dann sieht man hier diese gelbe Wiebelok, die V100. Das sind die zwei Gleise, die gesperrt sind, also für die Baulogistik. Der Gleiszug auf 1, mit dem habe ich jetzt auch nichts mehr zu tun, der ist soweit schon fertig, der wird dann bald abfahren. Und der Zug in der Mitte mit der schwarzen Lok, den muss ich dann irgendwann mal herrichten, aber der fährt erst in ein paar Stunden ab, also da ist jetzt noch keine Notwendigkeit. Dann auf der anderen Bahnhofseite, da hinten in der Lokabstellung, da stehen eine ganze Menge Loks, aber die stehen eigentlich alle soweit in der richtigen Reihenfolge. Zumindest nach jetzigem Stand, das heißt, die Nachtschicht hat echt ganz gut vorgearbeitet oder es hat sich halt eben gut ergeben. Kann natürlich immer noch sein, dass da irgendwas ausrangiert werden muss oder so, weil irgendeine spezielle Lok vielleicht dann doch raus muss, aber momentan sieht es nicht danach aus. So, zwischenzeitlich ist hier Gleis 2 noch ein Zug eingefahren. Und da kommt dann auch eine neue Lok drauf. Da werde ich mich dann bald drum kümmern. Ja, ich rüste gerade die 189 904 auf und jetzt kommt mal ein bisschen unnützes Wissen. Die 189 904, das war eine von drei Prototypen damals von der 189. Also es müsste die ehemalige 189 002 gewesen sein. Und das erkennt man vor allem daran, dass man hier an der Seite etwas andere Lichtschalter hat. Also so einen klassischen Lichtschalter, wie man quasi von zu Hause kennt. Dann ist einer der Unterschiede noch, dass hier die Kante fehlt. Also die normalen 189 haben hier so eine Kante, dass hier nichts runterrutscht. Dann hatten die Loks ursprünglich auch einen etwas anderen Fahrschalter, also ungefähr baugleich mit der 152, aber der wurde über die Jahre jetzt hier mittlerweile schon getauscht. Und noch ein anderes kleines interessantes Detail ist, aus irgendwelchen Gründen gibt es hier quasi so Bremszettel oder Fahrplanhalter, wo Adrans draufsteht. Also irgendwann wurde das scheinbar mal getauscht und man hatte nur welche von einer, ja, was mal für eine 185 oder so vorgesehen war. Also ganz kleines witziges Detail. Ja, was jetzt auch ganz interessant ist, die Loks, die sind ja als Doppelaktion gekommen und waren auch so abgestellt. Störung. Aber aus irgendeinem Grund finden die sich gerade nicht in Doppelaktion. Was eigentlich relativ ungewöhnlich ist, weil das relativ zuverlässig funktioniert normalerweise. Also da muss ich dann gleich mal schauen, was ich da machen kann. Ja, gut, dass ich rechtzeitig angefangen habe. Ich habe jetzt im Endeffekt hier 1,5 Stunden fast rumgetan mit der Doppelaktion, weil die haben sich einfach nicht gefunden und nachdem der Vectron eine, sage ich mal, ein bisschen verdächtige Störung hatte, bin ich jetzt eigentlich erstmal davon ausgegangen, dass es am Vectron liegt, aber wie sich herausstellt, lag es an der 189, weil ich habe nämlich dann schon, wir haben schon alles umdisponiert und haben mich dann gesagt, wir nehmen den ersten Vectron erstmal weg
und nehmen die zweite und die dritte Lok, also eben die 189, dann führend und dann den anderen Vectron hinten. Und dann habe ich dann natürlich umgekuppelt. Und wie, was war natürlich? Der andere Vectron und die 189 haben sich auch nicht gefunden. Das wäre dann schon ein sehr großer Zufall. Und dann habe ich die 189 dann nochmal Störungssuche gemacht, beziehungsweise halt ein Reset im Endeffekt. Und siehe da, es ging dann. Und dann haben wir dann doch wieder alles rückgängig gemacht. Das heißt, wir haben dann doch wieder die ursprünglich zwei geplanten Loks genommen. Die haben sich dann eben auch gefunden nach diesem Reset. Und ja, jetzt habe ich im Prinzip viermal gekuppelt und habe auch verschiedene Kabel probiert und alles Mögliche. Im Endeffekt hätten wir alles so lassen können. Bloß man rechnet einfach nicht unbedingt damit, dass es die hintere Lok ist. Ja, aber wie gesagt, gut, dass ich früh genug angefangen habe und jetzt können wir den Zug halt noch planmäßig bespannen. So, man glaubt es kaum, der Zug ist fertig. So, ja, jetzt ist Feierabend. Es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, weil ich habe dann auch Unterstützung bekommen durch einen zweiten Kollegen und auch letztlich einen dritten, weil dem sein Zug zum Brenner ausgefallen ist und ich habe jetzt eigentlich nur noch dem Kollegen noch mal ein bisschen so die Euro 9000 gezeigt, weil der die seit der Ausbildung noch nicht gefahren hat, weil der jetzt nach Riem fährt mit der Euro 9000 und habe ich ihn halt noch ein bisschen begleitet dann beim Rangieren und halt, genau, und ja, jetzt gibt es für mich eigentlich nichts mehr zu tun und ich mache Feierabend. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.